Junge, was ist denn mit dir los? So kannst du doch nicht fahren, du bist Polizist. Da ist doch nichts vor dir. Ich werde mich um das Nagelbrett kümmern. Ja, mache ich. Vielen Dank. Wer packt denn ein Brett mit irgendwelchen Nägels da drauf? Junge, das ist wieder die besogene Polizei. Wie fahren die denn? Moin Leute, am heutigen Tag testen wir mal den Autobahnpolizeisimulator 2. In der Vergangenheit habe ich ja schon den grandiosen ersten Teil gespielt und muss auch zugeben, dass ich vor knapp anderthalb Wochen dieses Spiel schon mal getestet habe. Allerdings war es zu diesem Zeitpunkt fast unspielbar. Es hat irgendwie Systemanforderungen oder das Spiel ist nicht so gut optimiert, sodass es so krass geruggelt hat. Und falls es immer noch ein bisschen der Fall ist, es gab jetzt ein, zwei Patches, aber wir gucken jetzt einfach mal rein. Wir kriegen das hin. Wir drücken hier auf neues Spiel und da sehen wir auch schon das ganze Game. Es ist alles noch so ein bisschen komisch. Das ist natürlich nicht das komplette Game, es lädt gerade scheinbar. Es lädt ziemlich lange. Oh, da sind wir im richtigen Ladebildschirm. Alter, krass. Halte deinen Funkstatus aktuell. Es gibt nämlich eine richtige Story. Oh! Und hier können wir schon unseren Charakter auswählen. Vorlage 1, weiter. Ja, das passt. Falten? Nee, ich bin ja glatt gebügelt. Muttermale? Oh, was? Nee, ich glaube, ich habe keine Muttermale im Gesicht. Narben habe ich auch nicht. Nein? Ja, das passt einigermaßen. Haarfarbe? Ich habe braune Haare. Bärte? Nee, ich habe keinen Bart. Oha! Ui! Nee, mehr so. Was trage ich denn so in meiner Freizeit? Das sieht eigentlich ganz fresh aus. Eine Weihnachtsmütze? Nee. Aber es würde jetzt so passen mit der Cap. Ja, so ein bisschen. Schuhe, das passt. Mit diesem Charakter spielen. Ja. Jetzt geht's endlich los. Einführung spielen wird empfohlen. Dann machen wir das natürlich auch. Oberkommissar Pidissel ist bereit für seinen ersten Tag. Oh. Grundlagen laufen? Ja. Das habe ich ja schon mal gemacht. Da sind wir in der Welt. Und man merkt schon, es ist ein bisschen hakelig. Man sieht auch meine Maus so ein bisschen hier rumspliesen. Ich könnte die mal ganz kurz deactivaten. Tipptopp. Jetzt müsste die Maus unsichtbar sein. Man sieht schon, die Frames sind Weltklasse. Obwohl, es geht gerade. Hat hier jemand hingekotzt? Achso, nee. Ach, das ist Licht. Du siehst ja fast das gleiche Outfit wie ich. So, ich gehe jetzt erstmal zu dem Willi. Guten Tag, Sir. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Herrn Becker. Ja. Das ist hier der Chef. Würden Sie vielleicht auch erstmal mit dem Fußvolk vorlieb nehmen? Was ist denn mit dir? Nein. Und ich weiß, dass er der Chef ist. Genau deshalb möchte ich auch zu ihm. Für wen halten Sie sich eigentlich? Ich bin Oberkommissar Pidissel! Haben Sie mal ein bisschen Respekt? Energisch! Ich bin Ihr neuer Kollege, der einen Termin bei Ihrem Chef hat. Weiß er eigentlich, wie Sie sich hier aufhören? Okay. Nichts für ungut. Ja. Entschuldigung. Jemand hätte mir ja auch sagen können, dass Sie heute hier anfangen. Ich öffne Ihnen die Tür. Zum Chef geht es die Treppe rauf und dann links. Ja, wie wär's denn einfach mal, wenn du nicht so ein arroganter Fatzke wärst? Ganz ehrlich. Das sind so Kleinigkeiten, die manchmal so beim Game aufkommen. Sprich mit Roland Becker, das ist, glaube ich, mein neuer Chef. Da oben ist auch so ein Willi. Guten Tag. Hi, na? Alter, hast du da eine Waffe? Nee. Ist das eine Waffe? Sieht eher aus wie so ein Taser. So, wir gehen mal zu unserem Chef, Herrn Becker, damit der direkt weiß, wer hier der Neue ist. So, guten Tag. Hier scheinbar alles, da vorne ist alles verbarrikadiert. Da ist doch Herr Becker. Ach, da vorne ist die Tür. Hallo, Herr Becker. Ich bin's, Pidissel. Ah, Sie sind also Herr Schmidt. Nein! Genau so ist es. Freut mich sehr. Sie sind 10 Minuten zu spät. Oh, das tut mir leid. Ja, ich bin ehrlich. Ich saß noch auf dem Scheißhaus. Ich hatte gestern Chili con Carne. Ja, Sie haben recht. Es tut mir leid. So gut. Merken Sie sich für die Zukunft. Ich hasse Unpünktlichkeit und Schlampigkeit jeder Art. Hast du mich gerade Schlampe genannt? Das sage ich hier jedem. Sie haben einen gefährlichen Job. Ja. Auf der Autobahn kann immer etwas passieren und okay. Sie verbringen von nun an einen großen Teil Ihres Lebens im Einsatzwagen. Ei, Chef. Deshalb dulde ich keine Nachlässigkeit. Ja, es tut mir leid. Erledigen Sie Ihre Aufgaben korrekt und spielen Sie nicht den Helden. Nee. Dann werden wir beide keine Probleme bekommen, okay? Okay. Verstanden, Herr Becker. Und nun, willkommen in der Truppe. Okay. Bevor Sie anfangen, schauen Sie mal bei Frau Roth vorbei. Ihr Büro ist nebenan. Sie ist hier für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wenn in diesem Revier mal etwas nicht nach Plan läuft, lässt sie uns trotzdem noch gut aussehen. Oh, okay. Ich hoffe, Sie werden das nicht in Anspruch nehmen müssen. Wie lange labert der? Der ist schlimmer als letzter. Stellen Sie sich vorsichtshalber vor. Vielen Dank, Herr Becker. Wird gemacht. Ja, jetzt gehen wir aber erstmal zu der anderen. Wer ist denn das? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Es tut mir leid. Ah, warte, da steht's drauf. Leonie. Oh, hallo. Hi, Leonie. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Revier.
Hallo, Frau Roth. Haben Sie mich schon erwartet? Nein, nein, aber die Wand zwischen meinem Büro und dem anderen ist nicht sonderlich dick. Das ist natürlich energisch, lieber zurückhalten. Weißt du, wir wollen nicht zu energisch, nicht zu offensiv bei ihr rangehen. Ach so. Dann haben Sie also mitbekommen, dass ich keinen besonders guten Start hingelegt habe. Ah, machen Sie sich keinen Kopf. Roland ist ebenso. Ja. Er ist zwar streng und manchmal laut, aber er meint es gut. Okay, außerdem sind Sie noch recht glimpflich davongekommen. Da habe ich schon viel schlimmere erste Ansprachen gehört. Auto ohne Waffe? Danke. Wofür? Sie sind die erste freundliche Person, die ich hier zu Gesicht bekomme. Keine Bange. Davon gibt es hier noch mehr. Die Augen achten. Gehen Sie nun am besten in den Umkleideraum im Erdgeschoss und ziehen Sie sich um. Mach ich! Dort müssten Sie auch Ihren Partner finden. Er heißt Hans Haas. Hans! Sie wollen Ihren ersten Tag ja nicht nur verbringen, oder? Nee, ich renne sofort zu dem guten Hans. Vielen Dank. Der Hansi. Da gehen wir jetzt direkt mal schön nach unten und dann lernen wir unseren neuen Partner kennen. So, dann hier ab nach unten, zieh die Uniform an. Oh Gott, was war das denn? Warum bist du da gerade so gesprungen? Ja, wahrscheinlich, weil er so aufgeregt ist, ne? Öffnen wir mal hier die Tür. Wird sich direkt umgezogen. Öffnen. Ist leer. Wie soll ich mich denn umziehen, wenn es leer ist? Oh, Zivilkleidung. Uniform. Wie soll mich denn jemand ernst nehmen, wenn ich so eine blöde Cappy aufhab? Leute, die denken doch, ich bin bescheuert. Ach, das ist Hansi. Ja, Mensch, moin. Du bist also der Frischling. Ich bin Hans, dein Partner. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich auch. Ja. Wir haben im Auto genug Zeit zu reden. Lass uns loslegen. Ja, machen wir, Hans. Der Einsatzwagen steht im Hof. Du fährst. In meinem Alter wird man auch gern mal durch die Gegend kutschiert. Ja, das glaube ich gern, Hans, ne? Du bist eine Gans, eine Wilder. Wo geht's raus? Warte. Hier vorne? Hier kann man rechts rein. Öffnen. Ah, da steht er schon. Das ist aber kein BMW. Es muss ein asiatisches Fabrikat sein. Steig. Hans hat sich teleportiert. Zack. Boah, das ist aber laut. Bremsen rückwärts. Ja, das ist ja kein Problem. Unfälle. Rücksichtsloses, unkontrolliertes Fahren. Den Chaos-Faktor. Ja, das kennen wir schon aus dem ersten Teil. Ich bin ja praktisch Veteran. So. Erreiche Zielort. Was ist denn mein Zielort? Ich muss hier schauen mal nach links. Hä, was ist denn los? Muss ich hier? Nee, ich muss da vorne. Ich muss kurz wenden. Einmal hier nicht die Mülltonne mitnehmen. Kann ich auch irgendwie die Perspektive umschalten? Auf 1? Nee. Ich bin hier in der Ego-Perspektive gefangen. Aber ist ja... Hans! Oh, müssen uns ein bisschen konzentrieren. Oh Gott. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier auf Option gehen und Effekte mal ein bisschen leiser. Weil ich höre ja hier die Leute nicht. Zack. So, jetzt machen wir wieder Modo an. Ja, das hört sich schon wesentlich angenehmer an. Hier Wagen 2. Oh ja. Wir machen das, wenn sich alle anderen drücken. Sind auf dem Weg. War das gerade Hans, der geredet hat? Oh, wir müssen natürlich jetzt aufpassen. Oh Gott, was hat... Habt ihr das gesehen? Einfach gebremst. Oh Gott, da war... Also, es tut mir leid in puncto... Was macht die Polizei denn hier? Leute, Jungs, wie fahrt ihr denn? Du kannst doch nicht ständig bremsen und rumjuggeln. Ist der besoffen? Junge, was ist denn mit dir los? So kannst du doch nicht fahren, du bist Polizist. Da ist doch nichts vor dir. Unglaublich. So, müssen wir hier mal links überholen. Einsatzfahrzeuge, es soll sich eine Person auf der Fahrbahn befinden. Oh. Jo, wir machen das. Person auf der Fahrbahn. Wir sind direkt da. Oh Gott. Gab's einen kleinen Jump? Da bin ich. Zack. Da bin ich. Alles im grünen Bereich, Jungs. Alles im grünen Bereich. Entschuldigen Sie, Sir. Ich muss mich hier kurz um was kümmern. Guten Tag, Miss. Was ist los? Guten Tag. Was ist denn hier passiert? Sehen Sie es nicht? Der Reifen ist platt. Oh nein. Wie ist denn das passiert? Hier auf der Autobahn lag ein Brett mit Nägeln drin. Das habe ich erst im allerletzten Moment gesehen und bin drüber gefahren. Haben Sie schon einen Abschleppdienst gerufen? Ja, der Pannendienst ist unterwegs. So ein Brett mit Nägeln. Okay, das war treten Sie hinter die Leitplanke und warten Sie auf den Abschleppwagen. Das war... Ich werde mich um das Nagelbrett kümmern. Ja, mache ich. Vielen Dank. Rabauken. Wer packt denn ein Brett mit irgendwelchen Nägeln da drauf? Junge, das ist wieder die besogene Polizei. Wie fahren die denn? Entferne Nagelbrett. 160 Meter. Ja, warte. Oh Gott.
Da steigen wir mal. Kann ich hier wieder einsteigen? Ich bin doch Polizist. Das ist doch kein Problem. Ich habe jetzt hier hoffentlich alles gesperrt. So. Ja. Hier wurde scheinbar auch alles gesperrt. Hier kommt gerade kein Auto. Das ist vorbildlich. So, hier ist das Nagelbrett. Da halte ich mal schnell an. Ich bin natürlich auch ein fauler Polizist. Ich habe natürlich auch keinen Bock, da jetzt großartig die ganze Zeit längs zu laufen. Dann nehmen wir hier. Das ist also der Übeltäter. Oh, da vorne kommt ein Auto. Ich entferne das schnell mal. Einsteigen. Die wurde scheinbar wieder freigegeben, die Autobahn. So. Entschuldigung. Einmal drehen. Elegant. Willkommen bei der Polizei 2. Fahren zurück. Ja, aber was ist denn mit der Dame? Ich muss ihr doch sagen, dass die Gefahr gebannt ist. Was ist das denn? Es gibt hier nur Ruckler. Ich muss hier scheinbar einmal drehen. Ich wüsste mal ganz gerne, mal kurz hier auf Escape, Option, Steuerung. Wo ist denn... Ich würde ganz gern Fahrzeug auswählen. Nee. Ich würde gern einmal wissen, freie Kamera. Wechsel Fotomodus. Z-Achse. Ich drücke einfach mal alles durch. Oh, F1 wäre es gewesen. An alle Einsatzfahrzeuge. Wir haben F2? Ein verdächtiges Fahrzeug. Es soll Schlangenlinien fahren. Wer von euch ist in der Nähe und kann sich das mal anschauen? Ja, wir können das machen. Aber wie mache ich das? Ich habe wahrscheinlich noch nicht den Funk freigeschaltet. Ho! Alle Einsatzfahrzeuge, wir brauchen noch Freiwillige für eine groß angelegte LKW-Kontrolle. Logger flogge ich mit 220 über die Autobahn. Wir haben ja auch keine Zeit. Hier logger flogge ich, 700 Meter noch. Schön auf den Standstreifen überholen. So macht das die Polizei. Oh, hier muss ich runter. Ja, ganz ruhig. Oh, Leute, ich werde bestimmt direkt zum Obersuperkommissar befördert. Weil ich das mit dem Nagelbrett so souverän gemacht habe. Ja, jetzt aber vorsichtig. Hier ist bestimmt nur 50 erlaubt. Oh. Ich habe jetzt erstmal Feierabend, Jungs. Oh. Geh zu deinem Arbeitsplatz. Mach ich. Herr Berger wird stolz auf mich. Hey. Habe ich schon mein eigenes Büro? Ach, das ist mein Schreibtisch. Zack. F benutzen. Tutorial. Einflusspunkte. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, erwerben. Nicht genug ein... Ach so, Verkehrssystem, das muss ich kaufen. Zack. Jetzt kann ich wahrscheinlich auch ermöglicht die Abstands- und Geschwindigkeitsmessung während der Fahrt. Ja, perfekt. Wechsel zur Nachtschicht. Genau, das konnte man hier machen. Tageszeiten. Einmal Nachtschicht. Ui, da ist es dunkel. Herr Becker, ich muss noch mal mit Ihnen reden. Was ist mit meiner Beförderung? Herr Becker, was... Unglaublich, Herr Becker. Das werde ich mir merken. Meine Damen und Herren, das war's mit dieser kleinen Runde vom Autobahn-Polizei-Simulator. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.